Hintergründe, Zusammenhänge, Ideen für eine bürgerfreundliche Politik. Hier in der Blauen Runde aus Potsdam. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Blauen Runde. Wir melden uns direkt aus dem Brandenburger Landtag. Hier ist der Podcast der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag und ich bin Detlef Frier. Wir reden heute über ein Thema, über das das ganze Land redet in dieser Woche. Wir reden über das Heizungsgesetz und das tun wir mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD hier im Brandenburger Landtag, mit Dr. Christoph Berndt. Christoph, herzlich willkommen. Guten Tag, lieber Detlef, guten Tag, liebe Hörer. Und wir holen mit in diese blaue Runde den infrastrukturpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion und sagen herzlich willkommen zu Daniel Münschke. Hallo Daniel. Hallo Detlef, hallo liebe Zuhörer. Wir reden über das Heizungsgesetz, über Habecks Heizungshammer. Der sollte in der vergangenen Woche mit Eile durch den Deutschen Bundestag gepeitscht werden. Das hat nicht so ganz geklappt, wie die Ampel sich das vorgestellt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz kassiert. Nichtsdestotrotz wart ihr als AfD-Fraktion hier im Brandenburger Landtag darauf vorbereitet, dass das Gesetz unter Umständen durchgeht. Ihr wolltet das mit einer Sondersitzung noch stoppen. Klär mal ganz kurz uns und die Hörer auf, Christoph, wie war die Planung der AfD-Fraktion? Wie hätte das funktionieren können, aus dem Brandenburger Landtag dieses Gesetz noch zu stoppen? Wäre es denn durch den Bundestag gegangen? Ja, also es ist so, das ist ja ein Bundesgesetz, was durch den Bundesrat gehen muss und der Bundesrat kann Einspruch einlegen und dann wird eben darüber nochmal verhandelt. Und genau das wollten wir. Wir wollten, dass dieses Gesetz, es war ja geplant, dass es vergangenen Freitag in zwei Lesungen durch den Bundestag gejagt wird und dann vom Bundespräsidenten unterschrieben wird, so ähnlich wie das Infektionsschutzgesetz damals 2020, dass es auf diese Weise eben ganz schnell noch vor der Sommerpause umgesetzt wird. Und wir wollten das verhindern und haben eine Sondersitzung des Landtags beantragt für den Donnerstag, also noch vor der geplanten Befassung im Bundestag. Und wir wollten in dieser Sondersitzung beantragen, dass der Landtag die Landesregierung auffordert, im Bundesrat Nein zu sagen. Der Plan der Landesregierung war ja, sich zu enthalten. Die CDU sagte, man sollte dieses Gesetz nicht beschließen. Und da wollte sich die Landesregierung enthalten. Und das wäre einfach in Wirklichkeit ein heimliches Ja gewesen. Bei diesem Gesetz gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Und wer sich enthält, der sagt in Wirklichkeit Ja. Und das wollten wir klären. Wir wollten, dass die Landesregierung Nein sagt und hätten in namentlicher Abstimmung in Erfahrung gebracht, wie die Koalitionsfraktionen dazu stehen. So, und dann hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwochabend, am späten Abend, seine Entscheidung bekannt gegeben. Wir haben tagsüber mal noch geguckt, ob es Neuigkeiten zum Verfahren gibt. Also am späten Abend wurde bekannt, dass diese zweite und dritte Lesung nicht am Freitag im Bundestag stattfinden wird. Und da hatte sich dann auch die Sondersitzung erledigt. Denn wir haben ja erlebt, dass zu diesem Gesetzentwurf ständig geändert wurde, ständig. Und es ist nicht klar, worüber wir hätten beschließen sollen, wenn die zweite und dritte Lesung noch nicht vorliegt und also möglicherweise noch weitere Änderungen an diesem Gesetz hätten vorgenommen werden können. So. Deswegen keine Sondersitzung, aber ich kann schon mal ankündigen, das Gesetz ist ja nicht wirklich endgültig vom Tisch. Jetzt ist nur die überstürzte Befassung durch das Bundesverfassungsgericht verhindert worden. Es gibt ja schon Ankündigungen der Regierung, das Ganze nach der Sommerpause unverändert zur Beschlussfassung zu stellen. Und dann werden wir gegebenenfalls wieder eine Sondersitzung beantragen, weil es dabei bleibt, Brandenburg muss zu diesem Irrsinn Nein sagen. Wie bewertet ihr denn das ganze Prozedere, das gesamte Verfahren? Das Verfassungsgericht hat das ja gestoppt, weil am späten Freitagabend offensichtlich 110 Seiten Änderungsanträge gekommen sind zu diesem Gesetz der Regierungskoalition. Aber die Änderungsanträge kamen nicht von der Opposition, wie das normal gewesen wäre, sondern die Änderungsanträge kamen von der Regierung selber, die ihr eigenes Gesetz damit ändern wollte. Das ist in dem Umfang tatsächlich ein Novum in der Bundesrepublik. Das spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass es ein sauber und gut gemachtes Gesetz gewesen ist. Du hast es im Prinzip auf den Punkt gebracht, Detlef. In der Bundesregierung oder im Bundestag ist es ein Novum. Ich möchte mal kurz den Blick nochmal zurück auf ein Landes- oder auf Landesgesetze werfen. Dort ist das Usus. Wir können uns noch an die Diskussion erinnern zum Windenergieanlagenabstandsgesetz. Da hatten wir auch zur damaligen Zeit einen kleinen Podcast drüber gemacht. Und die Landesregierung hat im Prinzip dieses Verfahren damals auch in Brandenburg angewandt. Und zwar, dass es eine erste Lesung gab zum Gesetz, eine Anhörung mit Experten, mit Fachleuten. Dann ist diese Anhörung mit einer Beschlussempfehlung vom Ausschuss zurück in den Landtag gegangen. Und keine 24 Stunden vorher kamen die Koalitionsfraktionen und haben einen Änderungsantrag eingereicht, wo ein komplett neuer Paragraph
1 in das Gesetz integriert werden sollte. Also wir hatten als Fraktion, als AfD und auch alle anderen Fraktionen keine Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden das fundiert, juristisch, fachlich entsprechend zu bewerten, Gegenanträge zu stellen. Und so ist es passiert, dass dann im Schnellverfahren und ohne Diskussion über diesen einen Punkt eben Änderungen noch am Gesetz vorgenommen worden sind, ohne dass man da hätte wirklich drauf eingehen können. Und das passiert jetzt auch bei dem Gebäudeenergiegesetz. Das Gesetz an sich, was schon als Vorlage eingereicht worden ist, ist ja schon, das hat Christoph völlig richtig gesagt, nur abzulehnen. Und die Veränderungen, die jetzt in Form von Änderungsanträgen gekommen sind, die verbessern das Gesetz mitnichten, sondern die verschlimmern es noch. Und man wollte im Prinzip diese Verschlimmerung gegenüber den Oppositionsparteien verschleiern, dass sie keine Möglichkeit hätten, das auseinanderzunehmen, zu bewerten, in die Öffentlichkeit zu gehen, die Menschen darüber aufzuklären, sondern es sollte im Hauruck-Verfahren einfach umgesetzt werden, vor der Sommerpause, damit im Sommer die Presse eben auch nicht mehr darüber berichten kann. Das ist so aus meiner Wahrnehmung her der hauptsächliche Punkt gewesen, weshalb man das auch in dieser Eile jetzt noch versucht hat, im Bundestag durchzuwinken und dann auch im Bundesrat noch die Entscheidung zu treffen. Nun gab es ja, Christoph und Daniel, großen Jubel, gerade in den sozialen Medien. Hurra, das Heizungsgesetz ist gekippt. Das ist ja nicht so. Christoph Berndt hat es genau gesagt. Nach der Sommerpause wird dieses Gesetz wieder auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages landen und es wird dann vermutlich mit der Mehrheit der Regierungskoalition durchgewunken werden. Wie ist das eigentlich? Wer hat das jetzt verhindert? Das war ein Abgeordneter der CDU, der geklagt hatte, aber er war es ja nicht alleine, oder? Ja, das ist genau der Punkt, Detlef. In den Medien, die Land auf, Land ab über dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, über diesen Eilentscheid berichteten, ging es nur darum, dass ein Abgeordneter der CDU dieses Verfahren auf den Weg gebracht hat. Mhm. Die ganze Wahrheit ist, dass 11 Abgeordnete der AfD-Fraktion diesem Antrag sozusagen mit unterstützt haben und mit im Antrag formuliert worden sind. Ich kann ja mal 2, 3 Namen aufführen. Das ist einmal der Marc Bernhard. Der ist für die Bundestagsfraktion der AfD der wohnungspolitische Sprecher. Alles, was im Prinzip mit dem Thema Wohnen, Wohnung und jetzt in dem Fall Gebäudeenergiegesetz zu tun hat. Der René Bochmann, dann Dr. Michael Espindler, Leif-Erik Holm, einer der PGFs der Fraktion im Bund, dann Dr. Malte Kaufmann, Thomas Seitz, Dr. Christina Baum, Norbert Kleinwächter als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Dietmar Friedhoff, Thomas Dietz und so weiter und so weiter. Also eine ganze Reihe an Abgeordneten der AfD, 11 an der Zahl, die diesen Antrag unterstützt haben, die an der Seite sozusagen des Antragsteller waren. Und die 12 Personen, also der Antragsteller als Einzelperson, der CDU-Abgeordnete plus die 11 Abgeordneten der AfD-Fraktion, sind die Prozessbeteiligten und haben beim Bundesverfassungsgericht erwirkt, dass im Eilverfahren dieses Gesetzesverfahren jetzt erstmal gestoppt ist. Und die Parlamentarier jetzt die Möglichkeit haben, über die Sommerpause das auch inhaltlich neu zu bewerten. Aber du hast es auch in deinem Eingangstext schon formuliert. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Koalitionsfraktion aufgrund ihrer Mehrheit dieses Gesetz mit ihren Änderungsanträgen ohne Änderung wahrscheinlich der Opposition einfach durchwinken, durchsetzen, beschließen werden. Und dann werden wir im Landtag Brandenburg, aber da wird wahrscheinlich Christoph auch gleich nochmal drauf eingehen, auch wieder davon Gebrauch machen, dass wir eine Sondersitzung beantragen werden und dann die Landesregierung auffordern, im Bundesrat dagegen zu stimmen und alles Mögliche versuchen, um das Gesetz aufzuhalten. Wenn man nicht euch kennt, wenn man nicht andere AfDler kennt, die einem das erzählen, dann weiß man überhaupt nicht, dass das eine Klage war von einem CDUler und 11 AfDlern. Die Mainstream-Presse hat das einfach mal komplett unter den Tisch fallen lassen, einfach nur, um der AfD da keine Bühne zu bieten. Oder was vermutet ihr? Natürlich ist es so und es ist ja auch, finde ich, sehr bemerkenswert, dass nicht ein einziger Abgeordneter von CDU oder CSU, mit Ausnahme des Antragstellers, sich diesen Antrag zu eigen gemacht hat. Also das ist der Stand da auch ziemlich alleine, erstaunlicherweise. Aber so ist das eben. Ich will noch auf einen anderen Punkt verweisen, bevor wir wahrscheinlich auch nochmal auf irgendwie die irrsinnigen Inhalte kommen, warum man dieses Gesetz ablehnen muss. Das ist ja schon dargestellt worden von Daniel. In welchem Hauruck-Verfahren, mit welcher irrwitzigen Geschwindigkeit dieses Gesetz durchgebracht werden sollte. Und mich hat das immer erinnert an die Änderung des Infektionsschutzgesetzes im November 2020. Vielleicht erinnert sich der eine von euch oder andere von euch noch und von den Hörern. Das war an diesem Tag, als dann auch mit Wasserwerfern
in Berlin gegen Demonstranten vorgegangen wurde. Das war was, was jahrelang vorher in Berlin nicht gab. Und ich will mal in Erinnerung rufen, der Entwurf dieses Gesetzes wurde am 6. November in den Ausschuss gebracht. 6 Tage später fand die öffentliche Anhörung statt. Auch da gab es massive Gesetzesänderungen mit großer Tragweite. Also am 12. fand die öffentliche Anhörung statt. Da gab es von den Experten, ähnlich wie beim Heizungsgesetz, sehr viele Einwände rechtlicher Art, inhaltlicher Art. Dennoch wurde am 18. November, also das war jetzt innerhalb einer Woche dann, im Bundestag am 18. November in zweiter und dritter Lesung abgestimmt und am selben Tag noch hat der Bundespräsident unterschrieben. Das haben die also, das war die Gewaltenteilung de facto außer Kraft gesetzt. Da haben sich die verschiedenen Verfassungsorgane abgesprochen und da haben die das einfach durchgejagt. Und schon am nächsten Tag wurde es veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Und da sehen wir ein Prinzip, dass nämlich durch umfangreiche Gesetze, die da wie beim Heizungsgesetz, die dann 160, 170 Seiten sind, in einer fast unlesbaren Form, weil man da keine ordentliche Synopse hat, sondern da irgendwelche Paragraphen gestrichen werden, da wird das ergänzt, dann kommt zu Paragraph XYZ das dazu. Also meiner Ansicht nach durch eine Fülle von Text und durch eine Unübersichtlichkeit des Textes wird eben versucht zu verschweigen und zu vertuschen. Es gibt eben 2 Methoden zu verschweigen und zu vertuschen. Das eine ist, dass man nichts sagt und das andere ist, dass man so viel sagt und das unter so viel Müll verbirgt, dass die Aussagen nicht erkennbar sind. Und das ist offensichtlich auch bei diesem Heizungsgesetz der Fall gewesen und ist auch aus diesem Grunde abzulehnen, weil eben diese Art der Gesetzgebung eine Schande für unsere Demokratie ist. Und das hat der Präsident der Wohnungswirtschaft, Axel Gedaschko, gesagt. Das ist ein CDU-Politiker. Eine Schande für unsere Demokratie, also das ganze Verfahren. Und wir müssen mit aller Kraft uns dagegen wehren, dass das hier zur Regel wird. Dass wichtige Gesetze, die in unser Leben eingreifen, dieses Heizungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz, haben das Potenzial, wirklich in unser Privatleben massiv einzugreifen. Dass die in einem solchen demokratieunwürdigen Verfahren durchgejagt werden, ohne die Möglichkeit einer ausreichenden Prüfung und Würdigung. Allein ist das schon aus formalen Gründen abzulehnen. Und dann können wir gerne nochmal auf verschiedene Inhalte dieses jetzt Heizungsgesetzes zu sprechen kommen, die zeigen, warum das so schlimm ist und dass das nach meiner Ansicht ein Eingriff ist, der in unser Privatleben reicht, der aggressiver ist als das, was ich in der späten DDR erlebt habe. Wer weiß denn wirklich, was in diesem Gesetz steht? Es gab ja eine über Monate laufende Diskussion, auch in der Öffentlichkeit. Mal war die eine Maßnahme drin, mal war die Maßnahme wieder draußen. Dann wurde sie angepasst. Es geht zum Beispiel um Förderung. Da sind irrsinnige Summen plötzlich im Umlauf, die an staatlicher Förderung für den Umbau einer Heizung kommen können. Die sind da wieder ein bisschen zurückgenommen worden. Wisst ihr, könnt ihr ganz ehrlich sagen, dass ihr genau wisst, was in diesem Gesetz drinsteht? Oder sind diese Änderungen bei euch auch noch gar nicht angekommen? Nee, kann Daniel gleich was sagen. Ich will nur ein Beispiel sagen. Ich glaube, das war am Dienstag letzter Woche. Da habe ich im Radio, ich höre natürlich dann immer, wenn ich Nachrichten höre, unseren Lieblingsfunk. Selbstverständlich. Also da war im Lieblingsfunk davon die Rede, dass die Förderung auf maximal 21.000 Euro begrenzt wird, wo ich mich auch schon gewundert hatte, wie kommt man auf so eine komische Summe? Warum nicht 20.723 Euro? Also 21.000 Euro. Und wenn man dann auf tagesschau.de am selben Tag geht, dann ist von 30.000 Euro die Rede. Also auch solche ganz entscheidenden Punkte, da gibt es innerhalb eines Tages, selbst im Qualitätsmedien öffentlich-rechtlicher Funk, ganz widersprüchliche Angaben. Also das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie konfus diese ganze Vorbereitung war und wie meiner Ansicht nach absichtsvoll die wirklichen Inhalte verdeckt wurden. Daniel kann das aber noch mit vielen Beispielen bestimmt viel genauer sagen als ich. Ja, fragen wir doch gleich Daniel Münschke. Hast du den kompletten Überblick über das, was jetzt im geänderten Heizungsgesetz drinstehen wird, vermutlich? Also wenn ich ganz ehrlich bin, zu 100% den kompletten Überblick. Christoph hat es ja schon an diesem einen kleinen Beispiel festgemacht, habe auch ich nicht. Aufgrund dessen, dass innerhalb von kürzester Zeit so viel Änderungen zu dem eigentlichen Gesetzesentwurf auf die Agenda sozusagen gekommen ist oder in den parlamentarischen Prozess integriert worden ist und diese Hunderten von Seiten dann auch inhaltlich zu bewerten innerhalb kürzester Zeit ist schlichtweg unmöglich. Aber es gibt ein paar Punkte, die schon wahrgenommen werden, die man auch beim, ich sag mal, ersten Lesen verstehen kann. Und das sind im Prinzip die
großen Aufregerthemen, die ja dazu geführt haben, dass auch in der Bevölkerung der Unmut immer größer wurde gegenüber nicht nur der Bundesregierung, sondern auch gegenüber dem Gesetz. Es war ja im ersten Entwurf vorgesehen, dass ab 1. Januar 2024 quasi Bestandsanlagen und neue Anlagen, also Heizungsanlagen, nur noch mit Wärmepumpen, Neubauten mit Wärmepumpen zu bauen sind. Und Bestandsanlagen sollen quasi aus den Bestandsimmobilien rausgenommen werden und ersetzt werden durch Wärmepumpen. So, das hat man jetzt ein bisschen aufgeweicht. Jetzt gilt ab Januar 2024 nur noch für Neubaugebiete und Neubauten sozusagen diese Anforderungen, aber für Bestandsimmobilien gibt es jetzt Übergangsfristen. Das heißt, man hat das gemacht, was man in der Politik sehr gerne macht, dass man ein Gesetz verabschiedet, das dann seine vollständige Wirkung erst in 10, 15 oder 20 Jahren entfaltet. Und das ist bei dem Gesetz passiert. Jetzt gilt es quasi für alle Bereiche, also Neu- und Bestandsimmobilien ab dem 1. Januar 45. Das heißt, alle Immobilienbesitzer, die eine entweder gasbetriebene Anlage haben, eine Ölheizung haben, Holzpelletheizung, was auch immer, haben die Möglichkeit, wenn diese Heizung kaputt geht, diese zu sanieren und bis Stichtag 1. Januar 45 weiter zu betreiben. Geht eine Anlage, ganz kurz noch ein Punkt, geht eine Bestandsanlage innerhalb oder ist die komplett kaputt, also nicht mehr reparabel, dann muss sie gewechselt werden. Da gibt es dann auch keine Übergangsfrist bis 45. Das ist so ein wesentlicher Punkt, der geändert worden ist. Dann sind viele Muss-Bestimmungen sind aufgeweicht worden in Kann-Bestimmungen, wenn man sich das Gesetz durchliest. Der wesentliche Punkt in diesem Gesetz, das ist jetzt weniger die Änderung der Heizungsanlagen, sondern vielmehr die kommunale Wärmeplanung. Weil das ist quasi das zentrale Thema im Gebäudeenergiegesetz. Über diese kommunalen Wärmeplanungen sollen zukünftig eben die Ziele, die in dem Gesetz verankert sind, erreicht werden. Und damit macht man Folgendes, dass man die Entscheidungsgewalt von den Menschen, von den Bürgern nimmt, Richtung Kommune, Richtung Land abschiebt und dann einfach etwas vorgesetzt bekommt, woran man sich dann zu halten hat. Und das ist so der wesentliche Kern in dem Gesetz. Also mehr Bürokratie in erster Linie. Formularberge sehe ich da vor mir, wenn plötzlich das Land, wenn die Kommune, wenn der Landkreis eventuell mitzuregieren hat, was ich mir da an Heizung restaurieren oder neu einbauen lassen will? Auch ja. Der erste Punkt ist aber, dass die Kommunen jetzt verpflichtet werden, die Wärmeversorgung sicherzustellen. Also die kommunale Wärmeplanung ist ja nichts anderes als jetzt aktuell erst einmal ein Prüfmechanismus, um herauszufinden, wie ist denn überhaupt die Wärmeplanung in den Kommunen geregelt? Gibt es ein Fernwärmenetz, was genutzt werden kann, was saniert, ausgebaut werden muss? Oder gibt es ein Nahwärmenetz, was man nutzen kann oder was man als Bürger dann letztendlich auch nutzt, um sein Haus zu heizen? Und jetzt wird den Kommunen eben auferlegt, dass sie diese Wärmeplanung durchzuführen haben, die Zahlen, Daten, Fakten zu organisieren, Studien zu organisieren, wie das Netz ausgebaut und aufgebaut ist. Und dann kommt das Thema, was hinten rangeht, dass dann die Kommunen verpflichtet sind, diese Wärmeversorgung auch umzusetzen. Also das wird ein klassisches Konnexitätsprinzip sein, dass die Länder den Kommunen eine Aufgabe übertragen, in dem Fall Aufbau von Fernwärmenetzen. Und dann muss das Land oder der Bund in dem Fall mit Fördermitteln die Kommunen unterstützen. Aber wir wissen jetzt schon bei Konnexität, also das heißt für übertragene Aufgaben, reicht oft das Geld nicht aus, was die Kommunen von Land oder von Bund bekommen. Da gibt es eine sehr, sehr große Diskrepanz zu dem, was ausgegeben wird, wirklich benötigt wird und was sie bekommen. Das heißt, auch jetzt gibt es schon massiv Kritik von den kommunalen Spitzenverbänden, dass die Kommunen schlichtweg jetzt schon überfordert sind, überhaupt diese Zahlen, Daten, Fakten zu organisieren. Auf Landesebene gibt es nach meinem Kenntnisstand bisher überhaupt gar kein Konzept zur Regelung der kommunalen Wärmeplanung, also nicht mal eine Strategie. Es gibt lediglich ein paar PowerPoint-Präsentationen oder im Klimaplan Brandenburg, was erarbeitet gerade wird, sind so ein paar Sätze ausformuliert, aber mehr gibt es noch nicht. Also wirkliche Planlosigkeit würde ich es mal einfach formulieren. Es wird jetzt den Kommunen einen Punkt übergeholfen, den sie einfach schlichtweg nicht leisten können. Und auch da gibt es dann Fristen, die werden massiv unter Druck gesetzt. Kommunen bis 100.000 Einwohner, das möchte ich noch sagen, die sollen quasi ab 26 eine Fernwärmeversorgung oder einen sogenannten Wärmeplan erstellt haben. Das sind von jetzt an ungefähr 18 Monate noch.
Und Kommunen unter 100.000, die haben dann bis 28, also 1. Januar 28 Zeit. Allerdings wissen wir, wie die Ausgestaltung, die finanzielle Ausgestaltung ist. Die Kommunen sind jetzt schon in Teilen überlastet mit den Aufgaben, die sie übertragen bekommen haben. Und jetzt eine Fernwärme oder eine Wärmeplanung zu erstellen, das ist schlichtweg und also nach derzeitigem Stand schlichtweg unmöglich. Das bedeutet eben auch schlicht und einfach Aufwand und Kosten für die Kommunen. Da müssen sie Leute ransetzen oder man muss dann irgendwelche Wärmeplaner beauftragen. Das ist die Frage, gibt es überhaupt genug, die das machen können? Und das ist überhaupt nicht abgesichert, das ist überhaupt nicht richtig bedacht in diesem Gesetz. Das ist natürlich auch eine elende Pfuscherei, dieses Gesetz. Und ich will nochmal sagen, da haben sich auch Experten, zum Beispiel im Focus Online, zu Wort gemeldet, die gesagt haben, wir haben ja bereits 40 Instrumente und Maßnahmen zur Regulierung des Wärmesektors in Deutschland. Es gibt bereits 40 Regularien und jetzt kommt noch dieses Gesetz rüber. Das ist dieses Gesetz, was darauf setzt, keine Anreize zu geben, sondern Zwang auszuüben. So wie es Daniel gesagt hat, jetzt ein bisschen verzögert, aber 2045 ist sozusagen verboten, dass jemand noch eine bestimmte Art der Heizung mit fossilen Brennstoffen oder so betreibt. Und da frage ich mich, warum überhaupt? Wie kommt der Staat dazu, jetzt vorzuschreiben, wie die Bürger zu heizen haben? Das ist doch unglaublich. Und dann, wozu dieser Aufwand, wozu diese Milliarden, übrigens, was es kosten soll, weiß auch kein Mensch. Es gab ja Kosten vom Habeck-Ministerium, das sind 130 Milliarden. Dieser Fokus-Experte kommt auf die doppelte Summe. FDP kam auf 600 Milliarden ohne noch zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung und Umbau der Häuser. Da stehen sogar Zahlen bis zu 1 Billion im Raum. Also ein unglaublicher Kostenaufwand. Das steht fest. Wie genau er sein wird, steht nicht fest. Und wofür? Das ganze Gesetz gibt nicht einen einzigen konkreten Hinweis, was das jetzt zur Rettung des Weltklimas und der Welt beiträgt. Wie viel Treibhausgase und Emissionen dann wirklich durch diese Umsetzung, durch diesen Austausch der Heizung gespart werden. Das muss man sich auch mal vorstellen, selbst wenn man das jetzt ganz glauben würde, dieses CO2 ist der Verursacher des Klimawandels und wir müssen den CO2-Ausstoß vermindern, dann wird es durch dieses Gesetz überhaupt nicht beeinflusst. Es gab eine Anfrage, ich glaube von den Linken im Bundestag, was dann die Regierung rechnet. Da rechnet sie mit 1,4% Einsparung in 10 Jahren und selbst das ist eine fragwürdige Kalkulation im Grunde. Und 1,4% Differenz wird man gar nicht messen können beim CO2-Ausstoß. In 10 Jahren 1,4%. Ja, also das heißt, Christoph, ist ganz kurz, nicht messbar. Darf ich ganz kurz nachhaken? Gibt es denn im internationalen Vergleich irgendwelche Länder, die einen ähnlichen Irrsinn betreiben, wie das Deutschland jetzt macht? Oder gucken alle nur mehr oder weniger kopfschüttelnd auf unser Land und denken sich, um Gottes Willen, was machen die da? Macht kein Mensch. Wir mit unserer Energie- und Wärmewende ist es so, wenn wir viel Windstrom haben, dann exportieren wir den und zahlen, da gab es jetzt Rechnungen von vor wenigen Tagen, zahlen dann eben 1,3 Millionen dafür, dass es abgenommen wird. Und wenn wir wenig davon haben, dann müssen wir Strom importieren und müssen dafür Hunderttausende Euro zahlen. Das ist die Wärme und die Energiewende. Und es ist ja auch gar nicht, übrigens, es kommt ja noch dazu zu der Pfuscherei, es ist ja gar nicht absehbar, dass wir überhaupt genug Strom haben, um sämtliche Heizung mit Wärmepumpen betreiben zu können. Auch und da steht ja schon ganz Raum, viele Elektroautos. Da so ist es. Also das geht vorne und hinten nicht auf. Da ist wirklich, da schlägt die Ideologie jeden Verstand. Das ist das führende Ministerium. Es gibt einen edlen Wettstreit offensichtlich in dieser Bundesregierung, wer wirklich idiotischere Vorhaben und ein idiotischeres Auftreten hat, ob es das Außenministerium ist, der feministischen Außenministerin oder dieses Ministerium für Misswirtschaft von Herrn Habeck. Jetzt hatten wir ganz viele Fakten. Wir hatten, Christoph und Daniel, ganz viele Zahlen. Ich würde das jetzt zum Schluss dieses Podcasts gerne nochmal bündeln in eine, sagen wir mal, Handlungsempfehlung für die Bürger im Land Brandenburg. Ist das jetzt Entwarnung bis 2045? Muss man sich erstmal überhaupt nicht um irgendwas kümmern? Das sind nur über 20 Jahre. Da rechnen viele, oh je, das betrifft mich sowieso nicht mehr. Oder gebt ihr den Bürgern unseres Landes eine ganz konkrete Handlungsempfehlung? Wie sollen die sich jetzt verhalten in diesem Moment, wenn dann tatsächlich zum 1.1. nächsten Jahres dieses Gesetz in Kraft tritt? Erleichterungspille ist es aus meiner Sicht gar nicht. Und die Bürger sollten aus meiner Sicht und wir
auch als Parlamentarier und als diejenigen Vertreter, die ja das Interesse auch der Menschen in die Parlamente sozusagen mit hineinnimmt, sollten uns mit allen möglichen Mitteln gegen dieses Gesetz wehren. Mhm. Christoph hat es gerade angedeutet. Es wird in Deutschland sehr oft davon geredet, dass wir Vorreiter sind in diesem ganzen energiepolitischen Spektrum. Wenn man sich aber die Länder um uns herum anschaut, wenn man sich die Länder auf der Welt anschaut, dann stellen wir ganz schnell fest, dass wir keine Vorreiter sind, sondern wir sind Alleingänger mit dieser Energiepolitik und mit dieser Wärmeversorgungspolitik. Ganz konkret sollten die Menschen ähnlich wie bei Corona die Chance wahrnehmen, ihren Unmut auf den Straßen äußern, Demonstrationen organisieren, zu ihren Abgeordneten auf kommunaler Ebene, auf Landes- und auf Bundesebene gehen, sie wirklich jeden Tag mit E-Mails, mit Anrufen, mit Besuchen dahingehend zu bekehren, zu bekehren, das Interesse der Bürger umzusetzen. Und das ist mitnichten, dass sie jetzt für wahnsinnig viel Geld ihr Haus, was sie sich über Jahrzehnte erarbeitet haben, abgespart haben, jetzt noch mit Hunderttausenden von Euro sanieren müssen. Oder vielleicht sogar im ganz schlimmsten Fall, wenn sie das Geld nicht haben, wenn wir wissen, wie die Rentenhöhe in Deutschland und gerade auch in Brandenburg aussieht, vielleicht sogar noch die Häuser verlieren und abgeben müssen. Also da sollte sich jeder bewusst sein, wenn es jetzt ihn selber nicht betrifft, weil, wie gesagt, bis 45 zumindest Bestandsanlagen noch irgendwie eine Möglichkeit haben, weiter verlängert zu werden. Aber spätestens ihre Kinder oder ihre Enkelkinder sind dann genau von diesem Gesetz maßgeblich betroffen. Und das sollte Ansporn genug sein, um sich gegen dieses Gesetz aufzubegehren. Und man sollte bei jeder Wahl, und im nächsten Jahr haben wir ja Landtagswahlen, im übernächsten Jahr Bundestagswahlen, man soll AfD wählen, denn das ist völlig klar. Wenn die AfD in die Regierungsbeteiligung kommt, dann wird dieses Gesetz kassiert. Also wenn die AfD im Bund stark ist und Einfluss auf die Regierung hat oder selber in der Regierung ist, dann wird dieses Gesetz kassiert. Und wenn wir im Land was zu sagen haben, dann werden wir alle Mittel, die ein Bundesland hat, also auch im Bundesrat und anderswo einsetzen, damit dieser Irrsinn aufgehalten oder gestoppt wird oder rückgängig gemacht wird. Christoph, du hast jetzt zwei Wahlen angesprochen, die Bundestagswahlen in 25, die Landtagswahlen im Herbst 24, aber wir haben ja vorher noch eine Wahl, die Kommunalwahl hier bei uns in Brandenburg. Ihr habt es beide angesprochen. Dieses Gesetz greift ja ganz stark auch in die kommunale Selbstverwaltung mit ein. Auch da gilt es dann natürlich, die AfD zu stärken, um auf kommunaler Ebene den Irrsinn auch abzuwenden. Unbedingt. Und wenn wir schon dabei sind, auch auf der übergeordneten Ebene noch, wir haben ja im kommenden Jahr auch Wahlen zum EU-Parlament. Nun ist das EU-Parlament ja nur nicht Kraftstrotzen geradezu, aber einen gewissen Einfluss kann es doch haben und kann es doch ausüben. Und auch da geht es auch darum, die AfD möglichst stark zu machen, wirklich, weil wir die parlamentarische Kraft sind, die ganz entschieden gegen den Grundsatz dieses Heizungshammergesetzes ist. Nochmal in Erinnerung rufen, wir fingen an mit der Verfassungsklage des CDU-Abgeordneten Heilmann. Der hat aber dabei ausdrücklich erklärt, er ist für dieses Gesetz. Er ist für dieses Gesetz. Er hat sich nur daran gestört, dass er über Nacht praktisch zustimmen sollte und dass ihm nicht Zeit genug gegeben wurde, sich mit den Inhalten, die ja ständig geändert wurden, auseinanderzusetzen. Aber er befürwortet das Gesetz. Er wird dem Gesetz zustimmen. Also mit der CDU wird es da keine Ablehnung geben. Und deswegen gibt es nur eine Wahl, AfD. Gucken wir uns den Zeitplan noch mal ganz kurz an. Nach der Sommerpause geht das Heizungshammergesetz wieder in den Deutschen Bundestag und der Brandenburger Landtag wird das vermutlich auch noch mal zum Anlass nehmen, darüber zu reden. Ihr als AfD-Fraktion werdet das dem Brandenburger Landtag so antragen, vermute ich. Darauf kann sich jeder verlassen, sagt der Fraktionsvorsitzende Dr. Christoph Berndt. Wir haben mit ihm gesprochen und dem infrastrukturpolitischen Sprecher der Fraktion mit Daniel Münschke über Habecks Heizungshammer, über das Gesetz, das dann vermutlich nach der Sommerpause wieder im Deutschen Bundestag landet. Und wir werden sehr genau beobachten, wie es dort diskutiert wird und wie der Brandenburger Landtag sich dazu positioniert. Denn nach dem Bundestag muss das Gesetz natürlich noch durch den Bundesrat. Und da hat Brandenburg eine durchaus gewichtige Stimme. Ich danke euch beiden für diese Einblicke heute hier bei uns in der blauen Runde. Dankeschön, Dr. Christoph Berndt. Danke und tschüss. Und Dankeschön, Daniel Münschke. Ich danke auch und ebenso tschüss. Und das war diese blaue Runde. Danke Ihnen fürs Interesse. Bleiben Sie bei uns, gucken Sie weiterhin auf die sozialen Kanäle der Landtagsfraktion der AfD hier in Brandenburg. Neue Podcasts, neue Ausschnitte aus Reden, neue Artikel erwarten Sie da jeden Tag bei uns bei Facebook, bei Telegram und auch bei YouTube. Ich bin Detlef Friehe. Dankeschön und bis zur nächsten blauen Runde aus Potsdam. Die blaue Runde. Alles, was Brandenburg interessiert.